Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil der kleinen und inzwischen etwas größeren Serie Was sagt die Bibel über Verschwörungen? Und was wir da heute zu rausfinden, beziehungsweise einfach mal nachgucken, ist letzten Endes Geschichte, die schon längst gelaufen ist. Um uns in der Gegenwart Geschichte zu vergegenwärtigen, um dafür zu lernen, für die Geschichte, die jetzt in der Zukunft ansteht. Denn man kann nur aus etwas lernen, was schon vergangen ist. Und deswegen muss man halt immer zurückgehen und gucken, was ist denn damals passiert. Die Bibel geht tausende von Jahren zurück und wir gehen jetzt als sogenannte weltliche Version, wir gehen jetzt in der weltlichen Politik und in weltlichen Verschwörungen ein paar Jahrzehnte zurück. Und wir, meint der Michael, der jetzt hier die Sendung erstmal jetzt unter sich hat, und sein Co-Moderator, den er schon aus hunderten Sendungen kennt, der Jörg, der mir jetzt zugeschaltet ist und der mich dankenswerterweise hier bei dem Projekt begleitet. Moin, moin. Tja, moin, moin, Michael. Weißt du, wenn die Geschichte den Menschen eins gelehrt hat, dann ist es, dass Menschen aus der Geschichte nichts lernen. Klingt vielleicht ein wenig paradox, ist aber so. Und trotzdem probieren wir den Leuten etwas beizubringen. Im Endeffekt ist es im Grunde ganz einfach. Vergiss alles, was in dieser Welt gelehrt wird und gesagt wird. Nimm einfach die Bibel und du weißt alles, was wichtig ist in deinem Leben. Du weißt, wo du herkommst, warum du hier bist und wohin du gehst. Du weißt, wer die Welt regiert. Du weißt, wer der wahre Herr dieser Welt ist. Du weißt, dass du in dieser Welt sterben musst. Und du weißt, dass du das ewige Leben als Gratisgeschenk von unserem Herrn Jesus Christus angeboten bekommst. Nimm es einfach nur an. Alles andere dazwischen ist, ich sag mal, fast schon Zeitverschwendung. Einfach nur die Zeit, zwischen Anführungszeichen, totschlagen, um sich damit zu beschäftigen, um über das wahre Leben etwas zu lernen. Und hier in der Welt wirst du immer von einer Ablenkung in die nächste Ablenkung getrieben. Und unsere Videos sollen keine Ablenkung sein, aber unsere Videos sollen euch den Weg aufzeigen, dass ihr auf diese Art und Weise den schmalen Weg findet, von dem Jesus Christus sagt, dass er der Weg ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Um nichts anderes geht es. Und wir probieren mit all diesen Videos nur, euch dahin zu bringen, weil die Geschichte uns gelehrt hat, dass der Mensch aus Geschichte nichts gelernt hat. Bitte, Michael. Und deswegen wiederholt sich leider die Geschichte immer wieder, dass in der Bibel beispielsweise das Volk immer wieder abtrünnig wurde, egal welche Dinge da passiert sind. Nach einer gewissen Zeit kommt dann, wie auch immer, der Alltag, der Abfall des Alltages dann wieder dazu. Und irgendwann wird der Haufen halt so groß, dass man wieder beim Anfang ist. Und am Anfang aller Tage wollen wir jetzt hier nicht gehen, sondern wir wollen jetzt hier erstmal weitergehen in der Reihe jetzt hier und einfach mal schauen, wie es jetzt hier weiterläuft. Die letzte Folge hieß ja, der König wird ermordet. Und das handelt sich um Schach. Und wir steigen jetzt mal von einer anderen Ecke ein, denn in der Bibel gibt es noch eine zweite Version einer sogenannten Verschwörung, was eben nicht Conspiracy da eben benannt ist. Aber warum heißt denn diese Folge überhaupt, siehe, ein bleiches Pferd? Na, da gibt es eigentlich zwei oder mindestens zwei Gründe für. Der erste ist ein biblischer und der zweite ist ein weltlicher. Und das kommt bald. Und diejenigen, die jetzt schon ahnen, die ahnen wahrscheinlich richtig. Aber wir machen jetzt weiter mit den realen Verschwörungen. Also Teil 4. Was sagt uns die Bibel? Da ist nochmal ein bleiches Pferd. Und der da drauf sitzt, hat nichts Gutes im Schilde. Der hat so eine Sense, ist dann der Sensenmann, der hat ein paar Totenköpfe. Und zu dem kommen wir sehr bald. Jetzt kommen wir erstmal zurück zur Bibel und den Wortursprüngen. In Jesaja 8,12 und in Obidia 1,7 ist zweimal das englische Wort Confederacy benannt. Und zweimal, das ist jetzt die Übersetzung der Schlachter hier, zweimal habt ihr jetzt da die entsprechende deutsche Übersetzung. Und die liest natürlich jetzt genau der Jörg vor. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Alle deine Bundesgenossen haben dich an die Grenze zurückgeschickt. Getäuscht, überwältigt haben dich die Männer, mit denen du Frieden hieltest, die dein Brot aßen, haben dir Schlingen gelegt. Es ist keine Einsicht in ihm.
Dankeschön. Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass beides Mal der Kontext nicht positiv ist. Beim ersten Mal Confederacy, da geht es darum, dass es man sich eben nicht davor fürchten soll und auch nicht davor erschrecken soll. Also Furcht und Erschrecken hat mit Confederacy zu tun, also mit dieser Verschwörung. Ein anderes Wort für eine Verschwörung. In Obadiah steht drin, Bundesgenossen, also diejenigen, die sozusagen zu dieser Konföderation gehören, zu dieser Verschwörung, zu diesem Bund, sage ich jetzt mal, ne, wo ein Bund eigentlich jetzt ein bisschen zu positiv ist. Aber hier haben wir auch wieder einen negativen Kontext. Hier geht es nämlich getäuscht, überwältigt, Schlingen gelegt. Ne? Also wir sehen, beides Mal hat Confederacy in der Bibel keine positive Konnotation, also keine positive Betonung, keine positive Bedeutung, sondern eine negative Bedeutung. Und deswegen muss nicht alles immer Conspiracy sein. Wenn Conspiracy drin steht, kann auch Conspiracy gemeint sein, wenn Confederacy drauf steht. Confederacy meint letzten Endes ein Zusammenschluss von Menschen, die etwas Böses im Schilde führen. Schilde führen kommt von den Rittern. Oder halt von einem Hauswappen. Da kann man auch was Böses im Schilde führen. Ne? Beispielsweise gewisse, nun ja, Symbole. Und hier steht eben drin, dass wir eben bitteschön keine Angst haben sollen vor dieser Zusammenrottung, sage ich jetzt mal, damit man auch mal etwas negatives Wort hat, von dieser Zusammenrottung von irgendwelchen Genossen, ja, von irgendwelchen Menschen, die irgendetwas Böses im Schilde führen. Wir sollen also keine Angst davor haben, wir sollen uns davor nicht fürchten. Und es sind in der Regel Männer, die täuschen, die überwältigen und die Schlingen gelegen oder auslegen, also die Fallstricke sozusagen dann noch haben. Also von daher wollte ich nochmal sagen, Confederacy genauso negative Inhalt. Darf ich da mal kurz was zu sagen? Ich finde gerade diesen Satz in Obadiah 1,7, all deine Bundesgenossen haben dich an die Grenze zurückgeschickt. Ja, also wenn im Englischen das Wort Confederacy gebraucht wird, das normalerweise mit Verschwörung übersetzt wird, dann heißt es ja, dass ich mit diesen Menschen einen Bund, der negativ ist, geschlossen habe. Und die haben mich dann noch betrogen. Ich finde das Wort Bundesgenossen persönlich nicht gut gewählt. Ja. Du weißt ja, wir haben ja immer Probleme mit der Schlachter. Warum finde ich das Wort Bundesgenossen nicht gut gewählt? Weil in der Bibel normalerweise ein Bund schließen eine positive Sache ist, wie zum Beispiel Gott, der einen Bund schließt mit der Menschheit am Ende der Flut und sagt, ich setze meinen Regenbogen in den Himmel. Das ist der Bund, den ich schließe mit dir und allen kommenden Generationen, dass ich diese Erde nicht mehr mit Wasser überfluten werde. Ja? Ein Bund ist immer etwas Positives. Ein Bund ist im Grunde auch das, was in Daniel Kapitel 9 erwähnt wird in den Versen 4 bis 27, und er schließt einen Bund mit vielen für eine Woche. Das ist eine gute Sache. Und hier wird diesem Bund oder Bundesgenossen eine negative Konnotation gegeben. Und da bin ich persönlich nicht mit einverstanden. Da finde ich das eine fehlerhafte Übersetzung. Man muss hier das anders, ja, zum Beispiel so verworten, wie du es jetzt gerade schreibst, genau. Weil ich hier das Wort Bundesgenossen irreführend finde. Weil es sonst immer in einem positiven Kontext ist und hier auf einmal negativ dargestellt wird. Weil die Schlachter, die King James hat einen ganz bestimmten Grund, dass sie hier das Wort Confederacy gebraucht. Ja? Und da geht es ja um eine negative Konnotation, weil die Menschen, mit denen ich mich da zusammengeschlossen habe, haben sich ja gegen mich verschworen. Na, da müsste man natürlich auch wissen, über welche Menschen wird denn hier überhaupt gesprochen? Ne? Ja, Wer das. sind überhaupt die Akteure hier in Obadiah? Das ist immer so das Gefährliche, wenn man so einen Vers aus der Bibel rausnimmt. Ne? Nur im Großen und Ganzen möchte ich sagen, ich persönlich habe ein Problem mit dem Gebrauch des Wort Bundesgenossen hier in diesem Fall. Ne? Nur mal, das wollte ich nur mal eben anholen. Ich wollte hier gar nicht groß in die Rede fallen, aber das ist ja wichtig. Obadiah ist Altes Testament, einer der Ja, kleinen Propheten, ja. schon Genau. klar, ja. Ja. How are the things of Esau searched out? How are these hidden things sought up? Ja, von wem spricht er hier? Nach dem Motto, spricht er über Jesus Christus? Das ist eine Vision, Mhm. die sich auf Edom bezieht. Wir haben ein Gerücht gehört von vom Herrn und Herr, seinem ja. Boten, Botschafter, der zu den Heiden gesandt worden ist und so weiter. Ich denke, das übersteigt jetzt im Augenblick unser. Ja, wir wollen ja keine Bibelstudie Naja, machen, aber eben, das ist eben, immer ne? interessant, um das Ganze zu studieren. Das Problem ist nur, Michael, wenn man einen Vers irgendwo aus dem Kontext nimmt,
dann kann das ein oder andere Wort schon mal irgendwie verkehrt rüberkommen. Ich finde halt das Wort Bundesgenossen in der Schlachterbibel hier nicht gut gewählt, habe erklärt, warum. Und die Leute sollten sich vielleicht selbst damit ein wenig beschäftigen, können das ja gerne mal im Zusammenhang lesen, können ja vielleicht mal Obadiah das ganze Kapitel hier lesen und können sehen, wie das darin reinpasst. Aber ich persönlich finde, Bund hat durch die ganze Bibel durch immer eine positive Konnotation, Pakt ja, ja, hat natürlich. Eine schlechte. Das haben wir damals in einer der ersten Sendungen von der satanischen Musikagenda schon benannt, ne? Der Unterschied bei Goethes Faust. Ne? Ja, aber alles ja, ist hier... Ja, und auch bei dem Sänger da, diesem, wie hieß er da, der meinte da, er hätte einen Vertrag geschlossen mit dem Herrn dieser Welt, den man das sieht und ist den Bob man nicht Dylan, sieht. Ja. Da. Aber, Bob Dylan. ja, aber hier ist alles wirklich negativ. Ne? Robbers by night, also Diebe bei Nacht und so weiter, gestohlen und so weiter und so fort. Und ja, verborgene Dinge, ich will sogar die weisen Männer von Edom zerstören und so weiter und so fort. Ja, und so weiter und so fort. Also ist auf jeden Fall alles hier Violence, also Gewalttätigkeit und so weiter. Also das ist... ist ja nicht positiv, ne? The Man of Confederacy, also auf jeden Fall nicht positiv. So weit wollte ich es eigentlich nur gehen. Der Punkt ist ja, in der King James wird ja deutlich gemacht, dass diese Confederacy etwas negativ ist. Mit das als in Deutsch als Bundesgenossen zu übersetzen, wird das Negative meines Erachtens abgeschwächt, weggemildert, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oder irregeführt. Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Auf jeden Fall. Mehr wollte ich damit im Grunde gar nicht sagen. Jetzt guck mal hier an, wenn man jetzt in die 10 Gebote geht, in das Kapitel 20 von Exodus, also 2. Mose in Deutsch, dann steht hier drin im 3. Gebot, dass man eben den Namen des Herrn nicht vergebens in den Mund nehmen soll. Das ist das 3. Gebot. Das ist jetzt hier erstmal nicht ersichtlich, weil die Gebote jetzt... Ja, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen, heißt das im Deutsch, wenn ich mich irre. Ja. In vain könnte natürlich auch heißen, nicht umsonst, ne? Aber nicht missbrauchen ist okay. Jetzt ist das ja so, das ist das 3. Gebot. Ne? 4. Gebot ist den Sabbat heilig zu halten und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Ja, und dann halt Vater und Mutter zu ehren, 5. Gebot, 6. Gebot, sollst nicht töten und so weiter. Ja, das ist die originale Reihenfolge hier. Jetzt ist es so, das ist tatsächlich jetzt original das 3. Gebot. Der Name des Herrn, der soll eben nicht verunglimpft werden. So, jetzt guck mal, was diese sogenannten Georgia Guidestones als 3. Gebot auf der Steintafel stehen haben. Da steht, vereinige die Menschheit oder die Humanität mit einer lebendigen neuen Sprache. Und in dieser Sprache, ich könnte ja schon fast darauf wetten, was ich nicht darf, ja, sind garantiert gewisse Dinge nicht unbedingt erwünscht oder überhaupt nicht mehr möglich, weil es da eventuell dann gar keine Erklärung mehr für gibt. Und solange wir das noch können, wollen wir uns bitteschön immer die Bibel vor Augen halten und auch die Wörter erklären, die da drin steht, ob die positiv oder negativ und in welchem Kontext die gemeint sind. Denn irgendwann in der Zukunft, so ist es zumindest laut diesen Georgia Guidestones geplant, ist es eben dann nicht mehr möglich, sich die einzelnen Bedingungen der Wörter anzugucken. Oder, beziehungsweise, wenn wir jetzt mal auf Orwell Neusprech nehmen, werden wir halt mit neuen Wörtern konfrontiert, die etwas komplett anderes bedeuten sollen. Oder aber, bisherige Wörter werden in einem ganz anderen Kontext verwendet, sodass die komplett missverständlich sind, je nachdem, mit welcher Generation von Menschen man redet. Also uns hat man beigebracht, dass eine Immunität vor einer Krankheit schützt. Das war allerdings auch noch vor 15 Jahren so deklinatorisch bzw. erklärerisch vom Duden her noch so. Aber mittlerweile ist das jetzt auch schon wieder geändert. Also es wird permanent, die Sprache wird permanent geändert. Ja, und wenn wir... Ja. Ja? Ja, ich möchte, ja, also dieses, das ist das 3. Gebot hier von den Georgia Guidestones? Ja, ja. Ja, okay. Das ist vollkommen antichristlich, weil dieses 3. Gebot der Georgia Guidestones ist eine Auflehnung gegen die Taten Gottes. Die Menschheit hat immer eine Sprache gesprochen, bis zu Babylon. Und als sie sich in Babylon gegen den Herrn verschworen haben, ja, da hat der Herr die Menschen verwirrt, durch ihnen die eine Sprache wegzunehmen und sie in verschiedene Sprachen aufzuteilen. So sind die Nationen entstanden, die wir heute haben. Deswegen sprechen Franzosen Französisch, Deutsche Deutsch, Engländer Englisch und so weiter und so weiter. Eben weil die Sprachen damals verwirrt wurden und gemacht wurden. Gott hatte einen Grund zu. Was machen die jetzt mit dem Georgia Guidestone? Sie machen eine Sprache für die ganze Menschheit und gehen damit wieder oder wollen damit das rückgängig machen, was Gott damals
gemacht hat in Babylon. Das muss man doch auch mal sehen. Das Ja, ist also antichristlich ja, von Beginn genau. an. Genau, wobei Belgier ja nicht Belgisch sprechen. Aber Nein, das war die große Überraschung für mich, als ich meinen Papa damals gefragt habe, bevor ich nach Belgien gehe, sage ich, was sprechen die eigentlich in Belgien? Belgisch habe ich noch nie von gehört. Nee, sagt er, sprechen sie Französisch. ja. Ach, das ist so. Naja, es ging mir einfach nur um die Duplizität der Ereignisse, ne? Dass hier also genau jetzt das dritte Gebot auch etwas mit Sprache zu tun hat, ne? Und im dritten Gebot in der Bibel steht halt drinne, dass man eben da den Namen Gottes nicht umsonst erwähnen soll, ne? Hier sagen Nicht missbrauchen soll, also missbrauchen nicht in soll, genau. schlechtem Sinne gebrauchen. Genau, Vain ist ja, genau. call me Mr. Vain. Ja, und Kennst du wir sind das ja noch, das noch Lied? in der glücklichen Ausgangsposition, dass wir noch eine Etymologie nachgucken können, also eine Wortursprungssuche. Und das habe ich jetzt mit Confederacy gemacht. Und zwar heißt das: In aggregation of persons and united by a league, a confederation. Und das habe ich mir jetzt mal in Deutsch übersetzen lassen, weil das ist garantiert ein bisschen zu umfangreich. Eine Ansammlung von Personenstaaten, die durch einen Bund, eine Konföderation vereint sind. Zuerst in Bezug auf Ligen, also die Mehrzahl von Liga, klassischer griechischer Staaten, später der Niederlande. Im 17. bis 18. Jahrhundert oft im schlechten Sinne, vor allen Dingen eine Verschwörung gegen einen Vorgesetzten. Und jetzt benennt uns die englische Confederacy-Erklärung aus der Etymologie, benennt uns jetzt hier auch noch Quellen. Das Wort wurde benutzt von den Vereinigten Staaten von Amerika. Unter den Artikeln der Konföderation 1777, 1788, also kurz nach der Gründung. In Referenz zu der nationalen Organisation der südlichen Staaten, Southern Confederacy von 1861. Wir reden jetzt hier, ihr wisst ja, auf welchen Fall wir uns später beziehen werden, irgendwann kommt ihr auch nochmal dran, der Herr Kennedy, 102 Jahre später, 1963, da kommt eben nicht die ursprüngliche Bedeutung der Verschwörungstheorie her, sondern das haben wir in der letzten Folge ja schon geklärt, finde ich früher. Hier wird auf 1861 über das Substantiv Confederacy benannt. 1861, also auch schon viel, 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 viel älter. Ja, also 160 Jahre alt in Gebrauch dieses Wort in negativen Kontext. Ne? Nochmal, ja, often, also oft, nicht immer, aber oft in einem schlechten Sinne eine Verschwörung gegen einen Vorgesetzten. Jetzt Confederacy, Conspiracy. Also ihr seht da auch die Singularität zwischen den beiden Wörtern jetzt hier. Ne? Und jetzt habe ich mir das Ja, eben mal. das ist ja auch hier 1861 in Amerika auch logisch, nicht? Die 13 Südstaaten Ja. haben sich ja verschworen gegen die Nordstaaten und deswegen gab es ja den Bürgerkrieg. Ja, da kommen wir jetzt genau Was, zu. weshalb es den genau gab, da muss Das man wird der Wikipedia nicht Lincoln und erzählen. solche Dinge, nee, Das das wird wird der da nicht Wikipedia erzählt. nicht erzählen. Das Ne? hat überhaupt nichts damit zu tun, die Sklaverei abzuschaffen, weil am Ende des Krieges waren alle versklavt, Ja, gut, sind sie bis heute. das Und dann gibt es noch den 14. Zusatz zur Verfassung, der dann Fassung. 1868 und 1871 reingebracht wurde und und. Also das ist viel zu weit, als dass wir es das hier besprechen könnten. Aber die Südstaaten, das war im Grunde eine Rebellion. Deswegen die nannten sich ja auch Rebellen, ne? Ja, und genau diese Geschichte habe ich mir jetzt angeguckt. Und zwar geht es jetzt hier um diese Southern Confederacy. Jetzt sagt Wikipedia uns die Artikel der Konföderation und so weiter. Das wurde eben im späten November 1777 beschlossen. Und der erste Staat, der das eben ratifiziert hat, war eben die Jungfrauen Virginia im 1777 und so weiter. Das ist letzten Endes, das ist das, was Wikipedia uns oder euch oder wem auch immer erzählt. Ich habe hier ein Buch gefunden, das heißt The Southern Confederacy and the Pope. Ausgerechnet, der ist schon wieder dabei. Im Bezug auf eine Verschwörung. Was wir hier November 1777 haben, also der Zeit zwischen 1776 und 1700, irgendwo in den 80er Jahren, das war ja die Zeit des Unabhängigkeitskriegs dann später. Also da haben die sich ja unabhängig erklärt. Da geht es um die 13 Kolonien. Und das waren die ersten Staaten dann in Amerika. Da geht es nicht um die Südstaaten aus Mitte des 19. Jahrhunderts, die wir gerade eben benannt haben. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? Ja, das Nicht ist aber so, verwechseln, dass ne? Confederacy eigentlich damals noch in einem guten Kontext quasi benutzt worden ist. Ne? Also hier haben wir ja Naja, diese aber es war auch eine Rebellion. Ne? Es war die Rebellion der Kolonien gegen das Königreich England.
Ja, genau. Kann man so natürlich auch absolut unterschreiben, Die klar. Unabhängigkeitsbewegung in den 13 Kolonien, wie es hier unten drunter steht, das waren die 13 Kolonien. Dass dann später auch die Südstaaten auch 13 Staaten waren mit der Sezession, was es ja eigentlich der Sezessionskrieg war, der sogenannte Bürgerkrieg, das ist wieder was anderes. Man muss die beiden Dinger, man darf die beiden Dinger nicht zusammenwerfen, das wollte ich eben Okay, warnen, ja ne? gut, das Dass ist man das ein nicht. valider Punkt. Vor allen Dingen valide deswegen, weil halt jetzt eben hier ein Buch mir aufgefunden worden ist, das eben Confederacy, wie wir ja schon gelernt haben in der Etymologie, im 17. und 18. Jahrhundert ganz in einem schlechten Sinne benutzt worden ist. Ne? Jetzt haben wir hier sogar Sachen aus dem 19. Jahrhundert. Southern Confederacy vom 1861. Ich mache mal ein bisschen farbiger hier, damit man das sieht. So, jetzt schaut mal, was da ist. The Southern Confederacy and the Pope. Also da hat man uns den Papst unterschlagen irgendwie. Vom John Bigelow. Wer ist denn jetzt John Bigelow? Habe ich mir angeguckt. Komme ich auf folgendes Ergebnis hier. Moment, wo ist er? John, wo bist du? Da ist John Bigelow. Da gibt es mehrere. Aber derjenige, um den es sich geht, ist der Senior. Das war ein amerikanischer Politiker. Gehe ich da rein? John P. Bigelow. Das ist der Mann hier. Von dem gibt es nur ein Schwarz-Weiß-Foto. Hat auch seinen Grund. Also. Der war Mitglied des Massachusetts House der Repräsentanten, Secretary of State von Massachusetts und so weiter und so fort. Also eine große Nummer. Ne? Der war eine große Nummer. Und dieses Buch habe ich mir angeschaut und in diesem Buch stehen also des Öfteren auch eben genau Conspiracy drin. Und das ist eine Seite hier, die Seite 472, The North American Review. Und diese Seite 473 in diesem Buch heißt The Southern Confederacy and the Pope. Also da seht ihr, wo es sich um eine Konföderation handelt, hier in einem politischen Sinne, vor allen Dingen im Sinne der Südstaaten und unter Einflussnahme des Vatikans, da ist dann Confederacy eben nicht mehr positiv. Ja, es steht ja auch jetzt hier drin. Habe ich mir etwas größer gemacht hier, genau, damit es ein bisschen einfacher ist, ja. However, I may as well assure you now that nothing will go so far towards propitiating the pardoning power, in my opinion, as evidence as the bishop is himself conscious of and sincerely regrets having betrayed his country and degraded his church by prostituting his sacred functions to the service of a foul and unnatural conspiracy against his country and government. Selbst wenn wir das jetzt nicht in den Zusammenhang klären können, was da jetzt genau mit gemeint ist, ist das wohl alles andere als positiv. Wenn man jetzt mal sieht, es gibt jetzt hier Bedenken oder jetzt gibt es hier Geschichten, dass jemand sein Land verraten hat und eben seine heilige Funktion prostituiert hat und so weiter und einer unnatürlichen Verschwörung gegen sein Land und seine Regierung beteiligt war. Dafür muss ich jetzt kein englisches Genie sein und ich muss auch nicht das ganze Buch lesen, um halt wirklich zu sehen, dass es da in diesem Buch auf der Southern Confederacy um eine Verschwörung gehen könnte, wenn Verschwörung schon benannt ist, Conspiracy als solche. Darum geht es mir. Also wir sind jetzt hier im 19. Jahrhundert gelandet und was damals als eine Konföderation dann halt gedacht worden ist, ist dann genau diese südliche Abspaltung der Südstaaten sozusagen, aus welchem Grund auch immer im Augenblick, wird aber dann von Historikern oder einigen Historikern, muss ja mal vorsichtig sein, wird aber dann als Verschwörung bezeichnet. Considerations relative to the Southern Confederacy. Also, wir haben jetzt auch verschiedenste Bücher, wenn man da reingehen könnte, ja, von einem Burgoyne Henry King und so weiter aus einem alten Katalog. Also es gibt da unglaublich viele interessante Bücher über solche ganzen Geschichten und auch jetzt zugängliche Materialien, zum Glück noch heutzutage, aus diesem Buch, was ich hier gerade sage, hier Considerations Relative to the Southern Confederacy von Henry King Burgoyne aus eben dem 19. Jahrhundert. Und hier geht es dann auch, ne? Ich schreibe und ich finde das eher sehr melancholisch, eine Bestätigung zu haben einer weit gefächerten Verschwörung im Westen und so weiter und so fort. Also Conspiracies hast du im Bezug auf die amerikanische Politik und speziell auf die Staaten der Südstaaten im Sezessionskrieg ganz oft. Wollte ich nur mal sagen. Es gibt auch noch ein viel, viel einfacheres Thema und zwar dieses Comic. Ja, die südliche Konföderation als Fakt. Das ist nicht umsonst hier jemand, der mit einem Dreizack da sitzt und ein Schlangensymbol. Und das lassen wir uns jetzt mal einfach mal erklären. Also, das ist ein Verleumdungskomik sozusagen, ein Bildnis gegen diese Konföderation, die eben da repräsentiert wird, dass eine Regierung, die in einer Liga spielt oder in Verbindung ist mit Satan, der mit dem Dreizack. Oder hier als König oder wie auch immer mit seinen Dämonen und Herrschern, wer jetzt wer ist und warum, wieso, weshalb,
Wer nicht fragt, bleibt dumm, ist auch egal. Ja, auf jeden Fall ist es da also dann schon hier sehr, sehr prominent. Ne? Der Prinz und sein Kabinett. Ja, ist auch ganz nett, sowas, ne? Mal zu finden. Ne? Ja, die Delegation wird von Satan empfangen und seinen zwei dämonischen Mitbeisitzern und so weiter, die eben in einem großen Höhle rechts sitzen und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Ne? Der hat eine Krone oder ein Zepter für Davis, damit ist dann der konföderierten Präsident gemeint, den einzigen, den sie jemals hatten und so weiter und Jefferson Davis, ja. Jefferson Davis, genau, ja, und er grüßt die Konföderierten und sagt, wahrlich, ja, die fitten Repräsentanten aus unserer Clique da oder so, also ist unglaublich, unglaublich. Fand ich aber auf jeden Fall schon mal gut, ist also auf jeden Fall schon mal ein interessantes Bildnis, ne? Konföderierten Staaten waren die Bundesstaaten oder beziehungsweise die Konföderierten Staaten von Amerika, die kennt ja kaum einer, waren ein Bundesstaat, der durch Abspaltung von der südlichen Gliedstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika dann eben dann entstand. Die CSA kennt ja heutzutage kaum einer mehr. Eine C und A kennen die Leute, CSA kennt keiner mehr. Und das war angeblich die offizielle Grund, waren eben die Südstaaten und deren Sklaverei. Anlass, sagt Wikipedia, war für die Wahl von Abraham Lincoln zum US-Präsidenten 1860, das wäre der Grund für die Abspaltung gewesen, dass der Abraham Lincoln jetzt gegen den Vatikan gewettert hat und den auch dann als Gegner benannt hat. Davon schreibt natürlich Wikipedia aber dann wiederum nichts. Ne? Die müssen natürlich jetzt ihren Sklavenhandel und ihre weltliche Geschichte jetzt irgendwie hier an den Mann und die Frau bringen. Ne? Die Konföderation hatte ohne Unterstützung von außen wenig Aussichten und ich habe das extra an grün gemacht, weil die Konföderation hatte Unterstützung von außen, aber gut. Wenn ihr jetzt in diesen Artikel jetzt hier bei Wikipedia über die Konföderierten Staaten von Amerika, wenn ihr jetzt hier die drei Suchbegriffe reingibst, Rom, kriegst du keine Ergebnisse. Gibst du einen Papst, kriegst du auch keine Ergebnisse. Gibst du einen katholisch, kriegst du wieder keine Ergebnisse. Also kannst du knicken. Passiert nichts. Ist alles gut. Ist alles für die Leute, die nicht beunruhigt werden möchten. Ne? Keine Beunruhigten oder keine besorgten Bürger hier. Okay. Dann haben wir das soweit geklärt, hoffe ich mal zumindest. Zumindest mal Anstoß geliefert, dass es in Confederacy eben auch nicht positiv ist und dass eben dann auch in der Bibel eine ganze Menge Verschwörungen dann halt da laufen, die eben nicht Conspiracy heißen, sondern Confederacy. Aber was war jetzt noch mit dem Titel der Sendung, Jörg? Da war doch noch etwas mit einem fahlen Pferd. Ich habe euch etwas mitgebracht. Und zwar Milton William Cooper. Ich habe ihn deswegen mitgebracht, weil er vor allen Dingen auch in unserem Bereich jetzt hier verleumdet wird als Verschwörungstheoretiker und weil er auch für den von uns untersuchenden Fall des Kennedy-Attentates natürlich dann auch einer der Personen ist, die eigentlich da eine ganze Menge Hintergrundinformationen geliefert hat. Hat deswegen, weil dieser Mann ermordet worden ist oder erschossen worden ist. Das heißt, das Leben eines Menschen, der nachschaut und der recherchiert, kann unter Umständen dann auch unnatürlich enden. Deswegen hängt er jetzt hier als Postkarte mit seinem Hund an diesem Zaunpfahl, an diesem Maschendrahtzaun. Und naja, gucken wir uns das mal an. Wikipedia sagt uns, Milton William Bill Cooper, geboren 1943, gestorben 6. November 2001, war ein amerikanischer Sachbuchautor, Radiojournalist und Verschwörungstheoretiker. Siehst du, da kommt direkt diese Geschichte dazu. Das heißt, da wird direkt angespielt von Wikipedia, quasi Argumentum ad hominem, dass also der nicht so ganz ernst zu nehmen ist, weil der hat sich mit so irgendwelchen theoretischen Hirngespinsten beschäftigt. Wir haben ja schon mal gesagt, das wird heutzutage in negativen Kontext benannt. Er war Sohn eines Offiziers der US Air Force. 1961 verließ er die High School in Japan. Anschließend trat er dem amerikanischen Luftwaffe bei und wechselte 1965 zur Navy. Nach eigenen Angaben brachte er es bis zum Petty Officer. Ein PO ist ein Dienstgrad der Unteroffiziere in den Seestreitkräften, vor allen Dingen der US Navy. Im Vietnamkrieg, da war er auch, hat ein Patrouillenboot kommandiert. Und nach eigenen Angaben war er anschließend für den Geheimdienst der Marine tätig. Das ist die Quellenangabe, sein Buch Behold a Pale Horse. Das ist ein Ausschnitt aus einer anderen Ausgabe, aus demselben Buch, wo er darüber schreibt, dass er dann in Vietnam gewesen ist und so weiter.
dass keiner geschlafen hat. Ganz, ganz schlimme Geschichten. Und er hat gesagt, er wusste gar nicht, wo er sich eingeschrieben hatte, in welcher Schule. Es war dann wohl die Naval Security and Intelligence School für Internal Security Specialist und so weiter. Also das ist das, was er sagt. Es gibt in diesem Buch auch eine ganze Menge Fotomaterial, was ich auch gleich zeigen werde. Und deswegen bezieht er sich darauf, dass er also so eine Unteroffiziers-Geheimdienstschule besucht hat. Also er ist Unteroffizier, er ist also nicht das absolut hochrangigste Tier, aber da geht es auch im Augenblick gar nicht drum. Es geht sich einfach darum, dass dieser Mann Kriegserfahrung hat. Und natürlich auch mit entsprechenden Menschen zusammengekommen ist. Denn auch wenn er das jetzt nur gemacht hat, was hier jetzt drin steht und eben nicht das große CIA-Tier gewesen ist oder der James Bond der Neuzeit, wie auch immer, ist es auf jeden Fall sehr erwähnenswert, dass das eben kein, ich sag mal ganz salopp, Schreibtischhengst gewesen ist. Der Mann war an der Front. Okay, er hat gesagt, er hat gearbeitet für die Marine, Security and Intelligence. Intelligence hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern eigentlich immer mit Geheimdienst. Ne? Intelligence heißt immer Geheimdienst. Ne? Central Intelligence Agency, CIA, ne? Da ist auch die Intelligenz mit drin. Und deswegen hat er gesagt, er wurde dann halt nach Vietnam gebracht, er hatte sich dafür freiwillig gemeldet. Das sagt er auf meiner Ausgabe auf Seite 23. Seit 1988 behauptete er öffentlich, er verfüge über Dokumente, die die Anwesenheit von Außerirdischen auf der Erde und die Verschwörung beweisen würden, mit der die amerikanische Regierung dies vertusche. Ich habe dieses Buch in Auszügen gelesen. Ich weiß, was er da ungefähr drüber schreibt, dass er da was gesichtet hat. Nur ist jetzt Folgendes: Ein unbekanntes Flugobjekt ist alles. Das muss nicht außerirdischen Ursprungs sein. Von daher bin ich jetzt so ein bisschen überkreuzt mit der Aussage, aber das ist auch gar nicht unser Thema hier. Unser Thema ist eigentlich Kennedy und Konsorten. Gut, er berichtet von anderen Geschichten wie Majestic 12 und so weiter und so fort. Und er wird natürlich gut und gerne von der UFO-Szene benannt. Ich habe auch gleich mal ein prominentes Beispiel, wo ihr dann nachher sagen werdet, ach, der schon wieder? Ja, genau der. 1991 veröffentlichte er sein wohl berühmtestes Buch Behold the Pale Horse. Der Titel zitiert Offenbarung 6,8, deswegen die Geschichte mit dem fahlen oder bleichen Pferd. Und in diesem Buch findet man verschiedene Vorwürfe und Spekulationen über Flugobjekte, Regierungsverschwörungen, Geheimgesellschaften und so weiter zu einer sogenannten, laut Wikipedia, Super-Verschwörungstheorie zusammen. Naja, so viel mal dazu. Das ist der Vers in Englisch, was letzten Endes dem Buchtitel dann seinen eben solchen gegeben hat. Und deswegen haben wir hier zwei Geschichten in der Offenbarung 6,8. Da haben wir einmal den Reiter auf dem fahlen Pferd oder auf dem bleichen Pferd. Und wir haben in Offenbarung 19,11, also ganz weit hinten und kurz vorm Erschluss, haben wir jemanden, der eben nicht auf einem bleichen Pferd sitzt, sondern auf einem weißen Pferd. Und da gibt es einen Unterschied zwischen den beiden. Und ich glaube, der Jörg kann uns das ganz gut erklären, wenn ich ihm mal die beiden deutschen Übersetzungen, die dankenswerterweise von ihm kommen, die er heute Abend mir noch geschickt hat, wenn er die mal eben vorlesen könnte. Und ich sah und siehe, ein bleiches Pferd. Und sein Nagel, der auf ihm saß, war der Tod, und die Hölle folgte mit ihm. Und ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, mit dem Schwert und mit dem Hunger und mit dem Tod und mit den Tieren der Erde zu töten. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der auf ihm saß, wurde vertrauenswürdig und wahr genannt, und in Gerechtigkeit richtet er und führt Krieg. Ja, da seht ihr, was ich früher mal gesagt habe, die Farbe Grün zum Beispiel, dass also ein sattes Grün steht für Natur und materielle Dinge und ein bleiches Grün steht eben für Hexenkraft und für Zauberei, für alles Unnatürliche, da wo die Natur stirbt. Und jetzt haben wir das hier genauso mit dem Pferd. Das Pferd, was letzten Endes kaum noch Farbe hat, weil eben Farbe für Lebendigkeit steht zum Beispiel. Ne? Also man sagt ja auch schon mal, Mensch, also der hat also eine... Du siehst so bleich aus. Genau, ne? Ja, oder eine ungesunde... Ich bin ganz fahl geworden, richtig, als ich mich erschrocken hatte. Das heißt, das Blut wich aus meinen richtig, Adern. Richtig, genau. Ne? Ja, und im Blut ist eben das Leben. Ja, und dazu, weil die Farbe dann halt weggeht, sieht man beispielsweise ja ganz toll bei den Herbstblättern. Ja, wenn da mal alle Farbe drauf ist, dann wird alles dunkelbraun, dann wird also alles matsch und dann quasi dann irgendwie Kompost. Ja, und deswegen, also alles da, wo die Farbe raus ist, da geht die Lebendigkeit raus. Und deswegen ist natürlich dann genau dieses Pferd besetzt mit demjenigen, der auch eben mit dem Schluss und mit dem Ende der Lebendigkeit zu tun hat, nämlich mit dem Tod. Ja. Gut, also, der Herr Milton William Cooper sagt hier mit dem Titel nichts anderes aus, siehe, ein bleiches Pferd. Also er warnt vor dem Tod, der kommt. Offenbarung 6,8.
Gehen wir mal hin, gucken wir uns das mal an. Das ist das Cover von dem Buch links. Ja, da sieht man oben beispielsweise ein weißes Pferd. Ne? Und da sieht man unten drunter jemand, der auf einem fahlen Pferd oder bleichem Pferd sitzt. Ne? Dieses Pferd hat auch so eine komische Maske an und der Typ, der das reitet, hat auch so eine komische Maske an. Da fehlt, würde ich mal sagen, alle Lebendigkeit. Ne? Deswegen Vorsicht vor demjenigen, der eben dieses bleiche Pferd reitet. Ich will immer fahles Pferd sagen, was stand wahrscheinlich in meiner Bibel damals, ich weiß es nicht. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie die Tarotkarte aussieht für den Tod, ja, da sieht man auch, dass der Tod da so ein Pferd reitet. Ne? Und ob das jetzt bleich ist oder etwas oder schimmelig ist oder wie auch immer, das kann ich jetzt gar nicht so sagen, aber ne? Auf jeden Fall ist da jemand gestorben, weil erstens liegt da jemand auf dem Boden und zweitens heißt die Kartennummer halt so, wie sie heißt. Und das Ding ist ein Skelett und nichts anderes. Okay? Also, da seht ihr, dass auch die Tarotkarten beispielsweise eine ganze Menge biblische Anleihen hat. Und nein, ich weiß, dass es da verschiedene andere Quellen gibt, aber die Bibel ist älter als die. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, da gibt es Apokryphen und so weiter, aber nochmal, ich wollte das nur mal hier zeigen. So, William Cooper, das ist die Rückseite von einem Buch oder von einer Ausgabe, ein früherer United States USA Marine Geheimdienstmitarbeiter, ja, der veröffentlicht jetzt hier Informationen, die normalerweise verborgen sind für die Öffentlichkeit und so weiter und so fort. Und ja, seht ihr genau eben den John F. Kennedy Fall dann auch hier prominent benannt, ne? Okay. Gut, soweit, so gut. Da seht ihr jetzt genau dasselbe Bild, was ihr eben auf dieser Postkarte gezeigt habt. Hier seht ihr den Gedenkstein oder den Grabstein. Ja. Da muss ich eben was zu sagen. Da steht als Todesdatum der 6. November 2001. Mhm. Das kommt, weil er von Polizisten ermordet wurde am 5. November, mhm. aber sein offizieller Tod wurde erst festgestellt am 6. November. Das ist in der Nacht passiert. Mhm. Das Problem ist, dass wir im antichristlichen System leben, wo der neue Tag um Mitternacht beginnt. Was nicht biblisch ist. In der Bibel beginnt der neue Tag mit der Dunkelheit, wenn die Sonne untergegangen ist. Dann ist die Nacht, erst die Nacht und dann kommt der Tag, wenn die Sonne aufgeht. Das heißt, biblisch gesehen ist er am 5. November gestorben, aber in unserer antichristlichen Kalenderzeit ist er am 5. November angeschossen worden und am 6. November verstorben mhm. morgens. Ja. Weil ich sage immer 5. November. Remember. Unglaublich wichtig, danke Michael, das ist unglaublich wichtig, um zu begreifen, warum ausgerechnet er am 5. November ermordet wurde. Da können wir ja vielleicht ein anderes Mal drauf hingehen. Oder ja. Die Leute können das selbst mal nachforschen. Ja, genau, wir haben ja jetzt, glaube ich, schon den Reim benannt. Ne? Genau. So, das ist also, wie gesagt, jetzt hier so ein bisschen Beiwerk erstmal, damit ihr seht, es handelt sich genau um diesen Menschen jetzt hier. Und er bezieht sich jetzt hier explizit auf den Fall von Kennedy. Und das war es jetzt auch schon wieder mit Kennedy, weil wir gehen jetzt erstmal in den Herrn William Cooper erstmal rein. Ja? Im Herbst 2001 ist er laut Wikipedia in Konflikt mit dem Sheriff von Apache County gekommen. Und die Geschichte, die ist jetzt hier, glaube ich, nicht besonders eklatant wichtig. Aber wie der Jörg schon sagt, in der Nacht auf den 6. November 2001 sollten eben dann Deputies, also Hilfs-Sheriffs, ihn aus dem Haus locken, um ihn festzunehmen. Und die Beamten folgten ihm und laut Wikipedia tötete er einen von ihm mit einem Kopfschuss und wurde bei dem sich anschließenden Schusswechsel selber dann erschossen. Kurz vor seinem Tod verbreitete Cooper auf seiner Webseite, und jetzt kommt's, Verschwörungstheorien zum 11. September 2001. Er hat nicht gesagt... Viel wichtiger ist, was er vor dem 11. Ja, September eben. 2001 gesagt eben. Hat. Aber er hat auch gar nicht gesagt, pass mal auf, Leute, am 11. September 2001, ne, da passiert dieses und jenes. Ne? Es ist vielmehr so, dass er etwas gesagt und etwas gemacht hat, was ein sehr, sehr interessantes Licht auf die ganze Geschichte um ihn herum wirft und letzten Endes dann seine Kredibilität, also eigentlich seine Glaubwürdigkeit, eher untermauert als alles andere. Ja, also selbst wenn man ihn nicht ernst nehmen würde, aufgrund seiner Bücher oder wenn man vielleicht irgendwie sehr, sehr konservativ oder wie auch immer gestrickt ist, ja, aber die Geschichten, die dann um den 11. September herum passiert sind und nach dem 11. September herum passiert sind, die sind also dann so interessant, wenn es sich jetzt auf die, ich sag schon fast Prophetie, von ihm jetzt da bezieht. Ne?
Also nochmal, die offizielle Geschichte von Wikipedia heißt letzten Endes, er hätte Verschwörungstheorien verbreitet zum 11. September 2001. Ich sage halt einfach mal, bis heute habe ich auch von jeder Regierung der ganzen Welt und den Vereinigten Staaten im Besonderen, habe ich auch bis jetzt nur Verschwörungstheorien gehört. Ich habe bis heute keinen einzigen Gerichtsprozess gesehen gegen irgendwelche Hauptverantwortlichen. Ich habe bis jetzt heutzutage noch keine irgendwie großartige Aufarbeitung des Falles gesehen, außer so einem Commission Report dazu. Aber ich habe bis jetzt noch nicht irgendwie eine plausible Erklärung von einer Regierung gehört, die mir erklären konnte, wie also dann so viele Sachen in Mitleidenschaft gezogen worden sind, weil Flugzeuge irgendwo in Gebäude reingejagt sind und Sachen dann passiert sind, wo man dann nachher überhaupt keine Beweise für findet. Beispielsweise für Shanksville oder für das Flugzeug aus dem Pentagon. Ja, also alles sind Verschwörungstheorien, auch die offiziellen Mitteilungen von Regierungen sind auch Verschwörungstheorien. Die sagen ja auch, da haben sich dann über 20 Mitarbeiter oder über 20 Terroristen aus arabischen Ländern verschworen und haben die Vereinigten Staaten angegriffen. Also ist doch auch die offizielle Erklärung der Vereinigten Staaten von Amerika eine Verschwörungstheorie. Die sagen doch auch, ja, immer hier, die haben sich da verschworen. Oder ist es dann so, dass es dann eine Verschwörungspraxis ist, weil die das ja angeblich beweisen konnten, weil ja dann die Terroristen so richtig nett gewesen sind und haben dann noch ihre Pässe im Auto liegen lassen und so weiter. Also nochmal dazu. Also da könnte man ja jetzt ja Stunden drüber erzählen, aber sie kommen damit durch. Wenn die Regierung etwas sagt, ist das keine Verschwörungstheorie. Ne? Das muss man sich einfach mal merken. Das ist deren Logik. Ja? Wenn jemand anderes, eine Privatperson, irgendeinen Verdacht äußert, ist der direkt Verschwörungstheoretiker. Die Regierung sagt, ach, da haben sich Leute zusammengefunden und die haben sich mit Teppichmessern bewaffnet und haben ihre Pässe im Flughafen im Auto liegen lassen und so weiter und die haben dann das Ziel genau überall, alles super gelaufen, das ist dann keine Verschwörungstheorie, das ist dann so wie man uns dann erzählt, ne? Da darf man auch nicht dran rütteln, ne? Man muss ja weiterhin den Autoritäten dann halt da auch gehorchen. Dem Bill Cooper wird unterstellt, er hätte jetzt hier Spekulationen geäußert über die Bush-Familie. Da muss man überhaupt keine Spekulationen von äußern, wenn man weiß, dass die Bush-Familie laut einigen Berichten am Abend des Attentates da sogar noch hochrangige Mitglieder der Familie ausgeflogen hat, mit denen die auch Handel getrieben haben wohl. Ölindustrie, militärisch-industrieller Komplex, der steckt immer dahin, die Vereinten Nationen ohnehin und Israel und so weiter und so weiter. Natürlich haben die alle irgendwo ihr kleines Ding dazu. Aber es geht darum, um einen nationalen Notstand zu instrumentalisieren, um eine Tyrannei im Namen der Sicherheit zu errichten. Ja, was ist denn anderes dieser Patriot Act? Im Endeffekt ist es doch einfach so, wie diese Webseite ihm unterstellt, so ist es doch genau gekommen. Aber wir wollen uns jetzt hier gar nicht über Kleinigkeiten unterhalten. Das ist hier das Video, der Videolink. Und hier in diesem Video, Bill Cooper predicts, also sagt voraus, 9/11 im Juni 2001, ja, sagt jetzt hier der Bill Cooper in diesem Radiointerview, also er spricht dann so ein bisschen wie Kurzwelle und hallo und man kann ihn also jetzt nicht so verstehen wie mich jetzt hier, aber das ist völlig egal. Ja, und er sagt ganz einfach und mit vollem Recht, da muss man sich einfach mal vorstellen, die CIA kann Osama Bin Laden nicht finden, obwohl ein Reporter von CNN einfach da so reinspaziert und mit ihm dann zusammen fotografiert wird und mit ihm dann Interview hat, ohne dass der Reporter jetzt erschossen wird oder wie auch immer. Und der findet dann auch sein Versteck, wo also die ganze CIA mit ihrem Apparat von Hunderten und Tausenden Mitarbeitern und einem Budget von was weiß ich wie vielen Millionen und Milliarden nicht in der Lage ist, schafft ein einzelner CNN-Reporter. Da hat er ja auch, glaube ich, einen validen Punkt. Ja? Er sagt, entweder sind die Intelligenzagenturen, also zu Deutsch die Geheimdienstagenturen der Vereinigten Staaten und so weiter, sind absolute Vollidioten. Das ist so sein Wortschatz. Ich finde den, also der ist immer sehr auf den Punkt, ja. Oder aber sie lügen uns an und sie suchen ihn überhaupt nicht. Ist ja auch viel einfacher, weil ich weiß, dass der Volker Pispers, den habe ich früher mal gut gefunden, bis ich dann festgestellt habe, der redet auch nur über den heißen Brei und kommt nicht zum Punkt. Der Volker Pispers hat mal gesagt, dass man halt aus Seiten der Amerikaner immer irgendjemanden haben muss, immer in Idiot im Wandschrank, den man dann rausholt, wenn man ihn braucht, als nützlichen Idioten und sagt, der ist einmal alle schuld gewesen, der hat das gemacht, der hat das geplant und deswegen müssen wir jetzt Krieg führen. Ne, das ist dann so, dass der Idiot aus dem Wandschrank, er hat es noch ein bisschen deftiger ausgedrückt, aber ich denke, Idiot aus dem Wandschrank, den man da aus dem Wandschrank zaubert, wenn man ihn braucht, trifft es dann ganz genau. Ne? Bill Cooper hat völlig zu Recht gesagt, entweder sind das alles völlig unfähige Idioten oder aber die suchen ihn gar nicht. Wenn das also schon der CIA nicht schafft, aber jetzt so ein Reporter, ne? Und er sagte, das Zweite ist eben die Wahrheit, die suchen ihn gar nicht, ne? Weil er sagt eben, die CIA, die hat eben Osama Bin Laden einfach überhaupt erstmal rekrutiert und kreiert eigentlich, ne? Weil der sollte ja damals für die Amerikaner gegen die Russen in Afghanistan kämpfen, ne? Mujahedin, ne? Anfang der 80er Jahre.
So, und das, ja, genau dieses Bild, ja, genau diese Geschichte jetzt hier. Und als der Krieg eben dann vorbei war und so weiter, dann brauchten sie wieder irgendeinen Boogeyman, ne? Also jetzt hier irgendein Idiot aus dem Wandschrank eben, ne? Und deswegen haben sie also gar nicht nach, ja? Moment, ich wollte mal ganz kurz was zu sagen. Wenn du hier Mujahideen und Osama bin Laden nennst, dann müssen wir noch mal eben zurück. Ich glaube, das war die vorige Sendung oder was? Wo hast du Zbigniew Brzezinski erwähnt? Ja, der kommt gleich. Es gibt, naja, es gibt nämlich ein Video, wo Zbigniew Brzezinski Kommt. zu Osama bin Laden, der ein CIA-Mitarbeiter war: Ihr seid ausgewählt, um hier den islamischen Gottesstaat zu verteidigen. Ne? Also, Also so viel zu dem dieses Schachbrett, Zitat habe ne? ich nicht, aber ich habe ein anderes Bild von ihm. Das müsste eigentlich gleich kommen, wenn der Computer mich da nicht im Stich lässt. Genau. Ja. Ja. Übrigens, das Video, was du hier von Bill Cooper zeigst, das habe ich auch. Bei mir ist es 14 Minuten 41 auf meinem Kanal. Okay. Aha. Ja. Also, das ist auf jeden Fall die Geschichte mit Osama bin Laden. Da ist er eigentlich bekannt für oder berüchtigt für und so weiter. Man sagt über ihn, dass er eben einen Top-Secret-Status, also einen Geheimdienststatus hätte, QSI, Security Clearance. Wurde dann ehrenhafter, also sagt diese Webseite und ne, da kommen wir gleich zu. Und er wäre also ehrenhalber entlassen worden 1975. Der Mann hat also über ein Jahrzehnt gedient, unter anderem auch in Vietnam und unter anderem in der Navy. Ja. Aber wie gesagt, sein Punkt ist, wieso kann ein einzelner Reporter den aufspüren, den Osama bin Laden, der damals so der meistgesuchte und der schlimmste Verbrecher oder Terrorist der ganzen Welt gewesen ist, ja, wenn das CIA uns weiter eh nicht schafft. So, und er hat eben dann auf seiner Webseite eben gesagt, die planen eine Weltregierung. Und das ist ja nichts Neues, das wissen wir ja schon seit vielen Jahren. Das ist ja auch keine Verschwörungstheorie, ne, mit der Weltregierung. Das ist ja letzten Endes jetzt nichts anderes als die Geschichte, die jetzt hier Papa Bush schon 1991 so ausgerufen hat, mehr oder weniger. Ne? Und er hat gesagt, ja, guck mal hier, diese kleine Kamerakrone, die ist also in seiner Geheimversteck gelandet, ja, und unsere ganze Bagage, die schaffen das nicht. Ne? Und er hat gesagt, whatever happens, also was immer passiert, ne, wofür sie dann den Osama verantwortlich machen, ja, glaubt das bloß nicht. Und das ist eben seine Sendung von Ende Juni 2001. Das ist knapp 75 Tage vor den Anschlägen im September. Ne? Juni, Juli, August, September. Und er hat eben gesagt, die Vereinigten Staaten und so weiter, die sollen also eben dann auch auf den Weg gebracht werden zu einer sozialistischen, totalitären Regierung. Und da sind wir ja auf dem besten Wege. Ne? Aber die Nachrichtenstationen, die normalen, die wir jetzt hier kennen, ARD, ZDF, RTL, Sat.1 und was weiß ich, die erwähnen natürlich darüber dann nichts. Ne? Manchmal ist es auch so, dass ein Buchstabe einen Riesenunterschied macht, ob du der meistgesuchte Verbrecher der Welt bist oder der Friedensnobelpreisträger. Ne? Hier haben wir jetzt hier den Barack Obama, der den Nobel-Fretz-Preis bekommen hat für das Jahre 2009 mit einer tollen Medaille von Alfred Nobel, dem Erfinder von Dynamit. Und deswegen hat er jetzt den Nobelpreis bekommen, Obama, und Osama bin Laden, der Mann links mit der etwas unrasierteren Geschichte hier, der ist eben der meistgesuchte Verbrecher. Ich fand das damals schon interessant, dass es dann wirklich dann teilweise auf die Unterschiede ankommt. Und ganz, ganz, ganz wirklich mini kurz da rein, diese Obama-Geschichte hier, da hat selbst die Frankfurter Rundschau damals geschrieben, damals durften die wahrscheinlich noch schreiben, ja, haben gesagt, Präsident der Bomben, ne, über Obama, ne? Und das ist interessant, er hat nämlich verstärkte Drohneneinsätze geflogen, beziehungsweise fliegen lassen, er ist ja nicht selber geflogen, ja. Und deswegen hat dieser Mensch also hier eine ganze Menge Bomben eingesetzt. Und auch die Neue Zürcher Zeitung hat jetzt hier geschrieben, Drohneneinsatz im Antiterrorkampf. Und da fällt mir jetzt nochmal von Noam Chomsky dieses Zitat ein, dass eben im Krieg eben die Bombardierung von Zivilisten eben kein Kampf gegen den Terror ist oder kein Krieg gegen den Terror ist, sondern selber Terror ist. Da hat er ja absolut recht. Laut einem britischen NGO, Nichtregierungsorganisation, waren bis 2014 1147 Menschen ums Leben gekommen. Ja, und da kann man jetzt über die Zahl der getöteten sogenannten Terroristen jetzt auch hier den Kopf einhauen, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall haben wir also schon hier alleine schon fast 1000 getötete Zivilisten. Nochmal, dieser Mann hat den Friedensnobelpreis bekommen. Amnesty fragt dann auch nicht zu Unrecht Friedensnobelpreis für Obama ein Fehler, denn er hat den gewonnen, aber er war gerade mal 12 Tage im Amt, als im Februar die Frist für die Nominierung von Friedensnobelpreiskandidaten endete. Ja, da kann man wieder sehen, ne? Es kommt eben nicht darauf an, was man macht, sondern wer man ist, beziehungsweise wer einem geholfen hat, dahin zu kommen, wo man ist. Also wenn man noch nichts geleistet hat, dann kriegt man einen Friedensnobelpreis. Wenn man danach irgendwelche Mist baut, kriegt man den überhaupt nicht aberkannt. Ne? Da muss man auch mal dazu sagen. Das finde ich ja noch viel, viel größere Fiasko.
Aber Jörg hat sich das gewünscht und wenn Jörg sich das wünscht, kriegt er das. Die Trilaterale Kommission ist eine im Juli 1973 auf Initiative von Zbigniew Brzezinski und David Rockefeller gegründete private politberatende Denkfabrik. Also immer diejenigen Menschen, von denen wir dachten, die wären reine Volksvertreter, die brauchen Berater, die dann auch ausgerechnet dann auch wieder von Menschen kommen aus der Hochfinanz. Und auch Menschen, die halt so Bücher schreiben wie das große Schachbrett und eine geostrategische Vormachtstellung der Vereinigten Staaten fordern. Toll, oder? Super. Gut, also nochmal, das ist auch übrigens ein 666-Symbol hier, ne? Dieses Symbol, was hier so aussieht wie irgendwie grüner Punkt, anders, aber das ist halt hier die Trilaterale Kommission. So, und was hat dieser Herr Brzezinski damit zu tun? Ja, dieser Herr Brzezinski hat interessanterweise mit vielen Dingen zu tun, unter anderem auch mit dem, naja, wie soll man mal sagen, mit dem Osama Bin Laden und auch mit anderen Dingen. Dieser Brzezinski ist durchaus sehr weltgewandt und auch sehr weit bereist in Afghanistan und hat eben dann halt da an der Grenze dann da halt ausgespäht und hat eben dann getourt. Und dann eben auch mit einer pakistanischen Delegation geredet. Und ich habe jetzt genau nicht dieses Zitat, was jetzt der Jörg gerne hätte. Aber was ich damit sagen will, ist, dass letzten Endes dann so ist, dass der Osama Bin Laden nicht nur familiärerweise Geschäftsbeziehungen mit dem Vater von dem damaligen amerikanischen Präsidenten George W. Bush hatte, beziehungsweise seine Familie eben, eine der sehr wohl bekanntesten Familien überhaupt, sondern dass er dann eben dann auch einen Status hatte, dass dieser Mensch halt in verschiedene andere Identitäten hatte. Drücken wir es mal so aus. Und das kommt nicht nur dazu, sondern man weiß ja auch, dass der beispielsweise in einem Militärhospital behandelt wurde, wenn man den Quellen Glauben schenken kann. Aber das jetzt nur am Rande zu William Cooper. Wir wollen ja eigentlich auf eine ganz andere Geschichte hinaus. Ne? Übrigens auch sehr interessant oder sehr bedauernswert ist auch das Attentat auf die pakistanische Premierministerin Benazir Bhutto, die also ein paar Wochen später, nachdem sie ein Radiointerview gegeben hat, wonach sie ausgesagt hat, dass sie also die Menschen kennen würde, die eben Osama Bin Laden ermordet haben, dann selber einem Attentat zum Opfer fiel. Zu diesem Zeitpunkt, wo sie das gesagt hat, war laut Aussage der Amerikaner Osama Bin Laden noch am Leben. Den man übrigens dann später gefunden hat, zu Hause. Also den muss man gar nicht mehr in irgendeiner einsamen Höhle irgendwo in Afghanistan suchen, sondern hat ihn damals dann zu Hause gefunden und hat ihn dann da liquidiert. Und er hat also kein ordentliches Gerichtsverfahren bekommen. So viel mal eben dann dazu. So, William Cooper wird auch, habe ich ja benannt, von UFO-Menschen dann hier auch gerne zitiert. Ausgerechnet, das konnte ja echt nicht anders sein, ausgerechnet von Timothy Green Beckley. Und Timothy Green Blackley war genau derjenige, der dieses Buch geschrieben hat über die Rock'n'Roll-Hexe von New York, die weiße Hexe von New York, die eben damals diesen Exorzismus beratenderweise durchgeführt hat für David Bowie. Also selbst in dieser Szene wird der William Cooper natürlich hin und her gereicht, weil jeder, der natürlich irgendwo einen Mark oder einen Dollar machen will, kommt natürlich jetzt da daher und schreibt dann halt dann irgendwo ein Buch. Ne? William Cooper hat auch über die Pharma-Tyrannei gesprochen in einem Radiointerview und da hat er gesagt, das ist das absolut Letzte, wenn Kinder also da geimpft werden mit irgendwelchen Sachen und so weiter, damit hätte man also Bürgerrechte, schließlich hätten die Amerikaner ja auch noch immer das Recht, Waffen zu tragen und so weiter, das war für ihn das absolut Letzte. Und man muss sich mal vorstellen, dass seine Aussage jetzt schon mindestens 20 Jahre alt ist und aktueller denn je. Ja. Billy Cooper hat auch eins gesagt, er hat gesagt, wir dürfen einfach keine Angst haben, egal was ist, denn ein Christ hat keine Angst vorm Tod. Und dann fiel mir eben ein von meinem amerikanischen Bruder Brad ganz oft geäußertes Bibelzitat ein, aus Sprüche 29,25. Die Furcht des Menschen ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, wird sicher sein. Das heißt, wenn man in die Enge getrieben wird oder wenn man halt Angst bekommt, weil halt ganz viele da draußen mit Angst arbeiten, mit Panikmache, Angstschürerei und so weiter und so fort, dann wird man immer letzten Endes verlieren, denn in der Angst kann man nicht mehr vernünftig denken. Und wenn man dann auf den ersten Seelenverkäufer sozusagen hereinfällt, dann kann man nur betrogen sein
Deswegen sollen wir letzten Endes nicht auf die Versprechungen von Regierungen oder von irgendwelchen Einzelpersonen, Privatmenschen hereinfallen, sondern selber letzten Endes auch auf den Herrn, also auf Gott vertrauen. Denn der dich geschaffen hat, der kann dich auch dann wieder ins ewige Leben holen. Und der dich geschaffen hat, der ist eben allmächtig. Ja? Und nicht irgendeine Regierung, die dann irgendetwas verspricht oder irgendein Verein, eine NGO oder wie auch immer. Nur Gott ist allmächtig und sonst niemand. Ja. Es gibt bei Osama bin Laden verschiedenste Videos, die man letzten Endes nur erklären kann, dass eben da auch retuschiert wurde zum Beispiel. Und das ist eben genau dieses Zitat, was der Bill Cooper verewigt bekommt sozusagen. Das wird ihm ewig hinterherhängen. Whatever is going to happen that they are going to blame on Osama bin Laden, don't you even believe it. Ich habe das selber gehört. Ich kann jetzt nur nicht als Live-Zuschauer jetzt irgendwie bezeugen, dass er das an dem 28.06. gesagt hat. Aber ich habe das zumindest gehört, dass er das gesagt hat. Und November der 6. bzw. der 5. 2001 ist jetzt auch noch nicht mal 2 Monate nach den Anschlägen. Dass er das am 28. Juni gesagt hat, weiß man daher, weil er das auf seiner Radiosendung gesagt hat, die über Kurzwelle über die Welt ging. Mhm. Das ist die Aussendung von Kurzwelle Hour of the Time hat vom 28. Juni 2001. Ja, ich habe also, aber bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Skriptes eben nicht diese Sendung jetzt selber gehört und gesehen mit Timecode oder irgendetwas ähnliches. Deswegen bin ich immer ganz vorsichtig, wenn ich irgendetwas da benenne. Ne? Also wenn jemand die Sendung hat oder wenn du die hast, ist das prima, dann ist das klasse. Aber ich hatte sie eben bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Das wollte ich habe sie mal gehört, weil es gibt einen Link zu dem Internetarchiv von allen Aufnahmen von Hour of the Truth, Hour of the Time. Hour of the Time. Entschuldigung. Ja. Hour of the Time. Und ich war jetzt in der Zwischenzeit eben, während du gesprochen hast, am Suchen nach dem Video von Bin Laden mit Zbigniew Brzezinski, aber das finde ich nicht mehr. Das ist durchaus möglich, dass das weg ist. Da ist Zbigniew Brzezinski und Bin Laden, da sind die da in der Mitte der Wüste. Und da sagt der Zbigniew Brzezinski das gegen. Ich habe es verschiedene Male gesehen, ich habe es nur nie gespeichert anscheinend und jetzt ist es wahrscheinlich nicht mehr da. Ja, ich bin schon froh, dass man überhaupt noch einige Sachen findet. Es wird immer schwieriger. Ne? Das wird immer schwieriger. Ja. Hier habt ihr den Grabstein von William Cooper. Da steht ganz, ganz deutlich drauf QMI, US Navy, Vietnam. Ich denke, das ist jetzt alles hier ziemlich zweifelsfrei. Worüber ich stolpert bin, ist die Geschichte mit QMI. Kann ich euch auch sagen, warum. Es gibt eine sogenannte Q-Clearance, also eine Freigabe, ja, aus Wikipedia, woher sonst, ne? So, Q-Clearance steht jetzt hier drin, das ist auch die Geschichte mit QAnon, ja, das heißt dann Q-Clearance anonym, ja, so, und ich habe damals schon, ich weiß nicht wann, aber ganz, ganz, als Trump noch im Amt war, offiziell zumindest, habe ich damals schon gesagt, dass eine Geheimdienstoperation, das letzten Endes jetzt hier eine, eine Counterintelligence-Geschichte. Also im Endeffekt geht es darum, um eine Illusion zu erzeugen, dass jetzt irgendwie Dinge im Hintergrund, dass man sich letzten Endes nur auf die Couch zurückziehen kann und alles andere wird QAnon regeln. Das ist genauso eine Nebelkerze wie alles andere. Ne? Das hat man, glaube ich, inzwischen jetzt begriffen. Gut. Also dieser Q-Access Authorization ist also eine eine Verifizierung, ein Label, was man haben muss, um eben an Zugang zu bestimmten Geheiminformationen dann zu kommen. Ne? Das ist eben hier required, ist eben dann hier notwendig, um eben Zugriff zu haben zu Top-Secret-Daten. Okay, kommt übrigens offiziell zumindest aus dem Atomic Energy Act von 1984, hat also, meine Güte, von 1954, Entschuldigung, ne? Hat eben dann da seinen Ursprung im Kalten Krieg sozusagen, ne? Diese Q-Clearance. Kennt man auch anderen. Aber, und jetzt kommt die Geschichte, wir wissen ja, dass der Bill Cooper zeitlebens Petty-Offizier gewesen ist, also Unteroffizier gewesen ist. Zugang zu restriktierten Daten, zu beschränkten Daten, wird nur gewährt auf einer Need-to-Know-Basis, auf Personal, das eben dann die entsprechende Freiheit oder Freischaltungsstufe hat. Ja, Need-to-Know-Basis heißt, du kriegst immer nur so viel Informationen, die du unbedingt brauchst. Jetzt hat aber der William Cooper durchaus mehr Informationen gehabt, als er jetzt aufgrund seines Unteroffiziersstatus eigentlich hätte gebrauchen können. Das heißt, er muss sich jetzt entweder angelesen haben, angelernt haben oder aber er hat irgendwelche interessanten Freunde gehabt. Kann ich nicht rausfinden, aber wie gesagt, nochmal. Also ich glaube nicht, dass ein normaler Unteroffizier da jetzt die Informationen bekommen hätte, die er bekommen hat. Aber sein Vorteil ist, er hat viel mit der Bibel zu tun gehabt. Ich glaube, dass ihm da auch einige Sachen aufgefallen sind.
So, nochmal. Er hat auf seinem Grabstein stehen QMI. Das sind die Level hier von den Q-Sortierungen. Ne? So, da sehe ich jetzt nichts mit QMI. Q? Nee, ich dachte auch, das war QM1. Das ist kein I, das ist ein 1. Das ist ein M davor und dann eine 1, wenn ich richtig geschaut habe. Schau mal, das sieht aus wie eine 1, nicht wie ein I. Weil das ist da oben abgehakt, so spitz. So ja gut, wie eine 1. Das Problem ist nämlich, dass ich da so viel Daten habe und dass ich das nicht richtig sehen kann. Das zeige ich dir auch gleich in den Kopien. Q-Geschichte ist auch die Geschichte natürlich mit James Bond, der immer so tolle Spielzeuge hat. Ja, das Auto wollte ich immer später mal haben, aber da musste ich dann doch wieder schwimmen lernen später. Ne? Das ist Q hier mit James Bond. Also derjenige, der für die ganzen Gadgets, für die ganzen Spielzeuge eben dann halt da jetzt verantwortlich zeichnet. Der Kopf... ein fiktionaler Charakter in den James-Bond-Filmen, wir wissen ja, geschrieben von den Geheimagenten Ian Fleming, der Kopf der Q-Abteilung oder Q-Division des britischen Geheimdienstes. Ne? Ist natürlich jetzt alles hier eine Fiktion-Geschichte, allerdings, und jetzt kommt es interessanterweise, Q, den Charakter selber gab es nicht bei den Romanen, aber Q und die Q-Abteilung wurden dann also auch benannt und aus gutem Grund. Dein, und jetzt kommt Dan, es hat seine Bewandtnis mit der Q-Geschichte. Übrigens, wenn man jetzt mal schaut, dass es da eben auch einen Charles Fraser Smith gibt, der also dann auch als Inspiration diente für den Q in James Bond, ja, aufgrund seiner ganzen Werkzeuge und Gadgets, da gibt es ja auch Inspector Gadget und so weiter, der ganzen Spielzeuge, die er eben gebaut hat, für genau die Special Operations Executive, eine englische Geheimdienstorganisation, eine Spionageorganisation im Zweiten Weltkrieg. Die kennen wir noch. Hm? Genau, da ist nämlich er drin gewesen, der Christopher Lee. Ja? Und diese ganzen kleinen Geschichten, diese ganzen kleinen Abteilungen sind eben Q-Abteilungen bzw. Q-Spielzeuge gewesen. Ja? Und hier in unserer Reihe aus Christopher Lee haben wir ja auch gesagt damals hier, das ist hier aus der Mann mit der goldenen Colt, da hat er eben dann gedient bei der Royal Air Force unter nachrichtendienstlichen Spezialeinheit SOI. Okay? Und dieses Bild ist dann auch genauso eine frohne Piplung, wie ich damals schon gesagt habe. Links seht ihr einen Schauspieler, der einen Geheimagenten mimt. Und rechts seht ihr einen Geheimagenten, der einen Schauspieler mimt. Also es ist genau umgedreht. Wie so oft in einer satanischen Welt. So, Q kommt übrigens von den Q-Schiffen. Also Q-Boat, Vessels und so weiter. Spezielle Schiffe, die eben dann jetzt hier armt waren, also hier bewaffnet waren und so weiter, mit versteckten Waffeneinheiten, die eben dann hier U-Boote aufspüren und vernichten wollten. Oder sollten, besser gesagt. Ne, gab es auch in Deutschland im Übrigen, kaiserliche Marine im Ersten Weltkrieg. Ne, da kommt also die ganze Q-Geschichte her. So, QM1 oder QMI. War die Geschichte. Übrigens, auch Charlton Heston hatte eine Q-Clearance für 6 Jahre, als er dann eben dann auch gedient hatte als ein, ja, oder served as a Nuclear Armament Topics Training Film Narrator, also als ein Erzähler gewesen ist damals, für das Militär während seiner Nachkriegszeit in den militärischen Dienst. Ne? Nochmal hier, Q-Clearance for 6 years. Für 6 Jahre war der Geheimdienstträger, der Charlton Heston, den kennen wir auch noch, genau, von dem Film. Die 10 Gebote. Da hat ja niemand anderen gespielt als Moses. Und hier habt ihr natürlich den Aaron mit dem goldenen Kalb, ne? Schlange im Hintergrund nicht vergessen. Und er hat auch in diesem Film mitgespielt, der recht aktuell ist, so glaube ich, oder aktueller zumindest, weil er im Jahre 2022 spielt. Der heißt Soylent Green. Hm? Die Menschen sind immer noch dieselben, aber sie machen alles, was sie dann eben... sie machen alles für das, was sie brauchen und sie brauchen halt eben was zu essen und dann brauchen sie eben dann Soylent Green. Haben sie mit Lenten im Jahr 2022, ne? Genau, das nächstes Jahr. Hm? Nochmal, dieser Typ ist kein normaler Schauspieler. Dieser Mensch hat auch einen Geheimdienststatus. Das heißt, dieser Mann dürfte auch andere Informationen gehabt haben. Klar, der hat den Film nicht geschrieben und nicht regisiert, ja, aber dennoch, ne? Also auch was nach außen aussieht wie ein Schauspieler, so wie, habe ich immer gesagt, Christopher Lee, kann durchaus auch Verbindungen zum Geheimdienst haben. Und hier links habt ihr mal ein prominentes Beispiel, Charlton Heston. Ja, Soylent Green, ja? Am Ende des Films, ich kann, es kommt ein Spoiler, ne? Also jemand, der den Film noch gucken will, sollte jetzt die nächsten 30 Sekunden wegschalten.
Das Jahr ist 2022, der Platz ist New York City und die Bevölkerung ist 40 Millionen. Wir haben das Problem, was uns in der Schule erzählt wird, die angebliche Überbevölkerung. Deswegen braucht man ganz viel Futter für die ganz vielen hungrigen Menschen. So, und auf dem Suche nach diesem Ursprung des Futters hat eben dann der Charlton Heston als einer seiner letzten Amtshandlungen in diesem Film hier dann geschrien, Soylent Green is people, also Kannibalismus, Überpopulation und so weiter. Und ihr denkt, das ist kein Thema für 2022? Überpopulation? Wie war das mit den Georgia Guidestones und 500 Millionen? Warten wir doch mal ab, was unseren Kindern in der Schule immer noch jetzt oder in der Zukunft erzählt wird, ne? Und da denkt ihr, das ist kein Thema? Ich meine, der Film ist aus den 70ern, ja. Der war 50 Jahre vor dem 2022er-Datum. Aber wir stehen ein paar Schritte nur davor. Also nochmal, MIL-Ausbildung oder MI1-Ausbildung, ich weiß das nicht. Hier habe ich jetzt mal eine Vergrößerung, besser geht nicht. Also es könnte tatsächlich eine 1 sein. Ja? Also größer kriege ich es nicht hin. Was jetzt wichtig ist, ist nicht, was er gewesen ist, sondern was dieser Mensch herausgefunden hat und was er gesagt hat. Also hier ist das originale Dokument. Der Anhang A aus William Scooper, Militärischem Service Record, also seine ganze Historie sozusagen. Ihr habt da mal alles drin, ne? Was er hier so gemacht hat. Ne? Auf welchem Schiff er gewesen ist, dass er hier eine Medaille bekommen hat und so weiter und so fort. Ne? Und so weiter, Medal of Combat, ne? Also Combat und so weiter. Also er hat wirklich an Kriegshandlungen teilgenommen. Ne? Dieser Mensch ist kein Spinner, der irgendwo jetzt da gesagt hat, ey, ich möchte gerne im Radio sitzen und irgendwas erzählen. Ja, hier steht also auch drin, Seite 381 zum Beispiel, 9-11 Water Transportation Occupations. Na, steht hier drin. Eben gucken, das ist die nächste Seite hier. Ne, das ist diese Seite hier. Ach, wo steht's? Ich hab's mir. Hier, 9-11 Water Trans Occupes. Ja, das ist beispielsweise Controlling Movement, also die kontrollierte Bewegung von Schiffen, Booten und anderen Sachen auf dem See und so weiter und so fort, die Kanäle blockieren und so weiter und so fort. Also da war mit alles betraut. Also er war Unteroffizier, das heißt, er hatte schon einen gewissen Rang, aber halt, er war jetzt eben nicht der super Geheimdienst-Spezialist laut dieser ganzen Unterlagen hier. Aber ich wollte es halt einfach nur mal benennen. Ich habe mir da wirklich jetzt mal angeguckt, was es alles sein könnte, aber auf jeden Fall, er war wohl mit Geheimdienstoperationen beschäftigt und ja, er hat auf jeden Fall immer relativ gute Bewertungen bekommen, bis auf eine. Und zwar ist das diese hier, im Jahre 1971, da war er für 9 militärische Tage, war er dann abwesend und zwar unentschuldigt, unautorisiert. Violation auf dem Artikel und so weiter, unautorisierte Abwesenheit vom 12. bis zum 20. März 1971. Vielleicht hat er da einen speziellen Lehrgang besucht, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber das ist mir aufgefallen in seinen Papieren. Und trotzdem, und jetzt kommt der Hammer, trotzdem ist er dann kurze Zeit später dann eben mit nuklearen Waffen und so weiter eben da geschult worden. Ne? Das ist ja mal interessant. Also ich will es einfach nur benennen. Man kann ja nicht alles rausfinden und vor allem nicht vom Internet in der kurzen Zeit. Ne? Aber QM1 zum Beispiel kann auch sein Quartermaster, ein militärischer Terminus, der eben sagt, dass eben vor allen Dingen jetzt hier bei Seemännern und so weiter, die eben Petty-Offizier-Rang haben, also Unteroffizier-Rang haben und so weiter und so fort, ne, dass die eben dann verantwortlich sind für eben Nachschub und so weiter und so fort für die Truppe. Also QM1 kann auch Quartermaster heißen, also meiner Meinung nach. Also ihr gibt auch Quartiermeister und so weiter auch im Deutschen, ne? Also QM1. So, aber das ist alles gar nicht das Ding, weswegen ich den William Cooper jetzt spannend finde. Ne? Ich will nochmal sagen, also man sollte nicht immer alles nur glauben, man sollte auch immer bitte nachgucken, was haben die Menschen gemacht. Ne? Deswegen, das ist ja ganz interessant, wenn jemand schon seine ganze Militärhistorie dokumentiert. Er ist also nicht derjenige, der sagt immer hier, ich bin der große Guru, ich bin der große Meister, ihr müsst halt jetzt glauben, sondern er ist schon jemand, der also seine Karten da schon ziemlich offengelegt hat. Da muss man ihm auch mal zugute halten, ne? Finde ich damals schon. Ne? Vietnam Harbor Security Patrol. Also da war er im Vietnamhafen und in einem Hafen war dann also da Sicherheitswache. Ne? Security Patrol, war er auf Patrouille. Ja, solche ganzen Geschichten hier. Ne? Und er ist halt auch dann heftig angegangen worden, wenn man jetzt seinen Quellen glauben kann. Und ist dann auch bedroht worden und so weiter und so fort. Und das kann man alles in seinen Videos nachlesen. Und ja, hier steht jetzt, andere Quellen sagen, er wäre QMI gewesen, deswegen habe ich es ja auch hierher, ne? QMI, Petty Officer E6, was auch immer das jetzt heißt, ne?
kann man jeder, der Zeit hat, die ich jetzt im Augenblick nicht habe, kann sich da interessanterweise hinterherklemmen. In seinem Buch beispielsweise wird im Kapitel 17 Folgendes benannt: Der Tempel of Set von Michael Aquino. Also er hat eine ganze Menge Sachen jetzt hier in seinem Buch auch benannt. Schon interessant, hat sich da auch ganz speziell auf Satanismus auch eingeschossen. Ne? Und hier steht eben auch drin, in Behold a Pale House, beziehungsweise was eben dem Titel der Sendung jetzt entspricht, ja, siehe ein fahles oder ein bleiches Pferd, Offenbarung 6,8 wird eben hier noch benannt, dass eben dann Gott, Luzifer oder Satan und so weiter, selbst wenn du nicht dran glaubst, der muss einfach verstehen, dass es also eine große Anzahl von Menschen gibt, die das machen. Und das sind eben dann genau die Menschen, die halt auch die Macht haben auf dieser Welt. Ne? Damit zitiert er natürlich nichts anderes als Lukas Kapitel 4 bzw. Matthäus Kapitel 4, wo der Teufel eben sagt, dass alle Macht und Herrlichkeit auf dieser Welt im Materiellen vor allen Dingen ihm gegeben ist. Ja? Also er bezieht hier komplett Stellung, auch Luzifer bzw. Satan, bzw. auch auf solche Ereignisse, die in der Bibel beschrieben werden. Ne? Also das darf man jetzt nicht verkennen. Man darf jetzt nicht denken, dass er jetzt irgendjemand ist, der sich jetzt nur im Weltlichen verloren hat und über jetzt Osama bin Laden oder irgendwelche anderen Dinge geredet hat, sondern er zieht auch da Verbindungen eben genau zu solchen Geheimgesellschaften, die immer, deswegen heißen sie auch so, immer eben genau der dunklen Seite angehören, wenn man einfach mal so ganz salopp sagen. Ne? Das ist die Geschichte dabei. Es gibt auch beispielsweise Menschen, die sich die Arbeit gemacht haben, vielen Dank dafür, eben dann auch genau seine Sachen aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Das Interessanteste, was jetzt kommt, habe ich mir natürlich genau in der Bezug auf unser Beispiel mit dem König, der ermordet wird, eben dann hier rausgesucht. Er sagt: Kein König existierte ohne die Zustimmung des Priestertums. Könige existieren am Rande der wirklichen Macht, welches das Priestertum besitzt, das hinter dem Thron steht. Ja? Also unsichtbar sozusagen und dann von da aus regiert. Da meint immer irgendjemand, dass es eine Schattenregierung gibt, und Will Cooper hat das vor über 20 Jahren schon so beschrieben. Und wenn der König aufhört, für sie zu spielen, würden sie ihn einfach vergiften. Oder ihn auf eine andere Weise beseitigen. Der König ist tot, lange lebe der König, und es wird ein neuer König gekrönt. Es gab sogar eine Zeit, wo der König ein Opferkönig war. Ja, da läuft mir schon wieder der Christopher Lee über den Bildschirm. Lord of Misrule. So hat er selber seine eigene Autobiografie auch noch benannt. Der Lord of Misrule geht auf ein heidnisches Fest zurück, wo jemand eine gewisse Zeit einen König spielen darf, der dann später geopfert wird. Der Opferkönig. Und er hat dieses Buch so benannt. Er hat nicht geschrieben, jetzt hier meine Schauspielkarriere oder das war mein Leben. Nein, er hat seine Autobiografie nach einem Titel benannt, wo jemand für eine gewisse Zeit König auf der Welt spielt und dann umgebracht wird. Interessant, oder? Und ich meine, noch deutlicher kann ich es nicht mehr bringen. Wie auch John F. Kennedy einer war. Das sagt jetzt hier der William Cooper. Das ist nicht das, was ich sage oder Jörg sagt oder irgendjemand anders sagt. Das seht ihr jetzt hier in diesem Video. Ja. Ja. Also 61% steht hier und ich glaube, dass es noch einen viel höheren Prozentsatz gibt. Heutzutage interessiert sich kaum einer mehr für Geschichte, die 60 Jahre her ist. Aber wenn es sich doch darum geht, um einen König, und wenn es sich doch darum geht, um jemand, der beispielsweise wie der William Cooper aus dem Geheimdienst kam und tatsächlich in der Truppe gedient hat, unter anderem, ganz kurz nachdem Kennedy ermordet gewesen ist, also ab 65 da in dieser Truppe da gedient hat, da muss man sich doch einfach mal fragen, ob es da nicht andere Quellen gibt, die der William Cooper gehabt hat. Und ich glaube, oder ich hoffe zumindest, dass in der Sendung jetzt schon mal rausgekommen ist, dass es da eine ganze Menge Dinge gibt, die die normalen Medien nicht berichten. Und das müssen eben keine Theorien bleiben. Aber es gibt halt einfach viele Gründe, warum gewisse Dinge nicht untersucht werden. Und nochmal, wenn ich zu der Ausgangsgeschichte vom Eingang der Sendung zurückkomme, wo der William Cooper dann eben einen Radioreporter von CNN benannt hat, der es geschafft hat, den Osama bin Laden, den meistgesuchtesten Verbrecher, eine absolute Mastermind in einer Höhle aufzusuchen, und der amerikanische Geheimdienst das nicht schafft, dann ist das keine Verschwörungstheorie mehr.
dann ist das letzten Endes das, was dabei herauskommt, dass man dann letzten Endes nicht mehr alles glauben sollte, was einem vorgesetzt bekommt. Denn in der Bibel steht ja schon drin, dass es da Verschwörungen gibt, die dann vor allen Dingen politischen Hintergrund haben, wo ein König irgendwie geputscht wird oder umgebracht wird, damit ein neuer installiert wird. Ja, und jetzt sind wir schon wieder bei der Bibel und wir sind auch schon wieder bei Kennedy. Und Kennedy und die Bibel haben noch viel mehr gemeinsam, als sich überhaupt der Kühnste vorstellen würde, denn ich habe da so viele Parallelen gefunden, wo ich hoffe, dass ich auch zumindest den Jörg damit mit der einen oder anderen Geschichte dann auch mal ins Nachdenken oder beglücken kann, dass man immer weiter sieht, dass auch wenn man ins Weltliche geht, wie die Bibel und die ganze Geschichte um Jesus Christus als Sohn Gottes dann immer weiter beweisen können, dass letzten Endes da die Kirche letzten Endes derjenige ist oder diejenige ist, die hinter dem König steht. Oder in dem Fall, wie John Kennedy, eben nicht mehr hintersteht. Und damit bedanke ich mich für das Folgen der vierten Folge und hoffe, dass ihr auch in der fünften Folge dabei seid, wenn es sich dann mehr um Kennedy handeln wird. Dankeschön fürs Zuschauen, Gott schütze euch und ich gebe ab an den Jörg. Ja, ich möchte eigentlich gerne enden mit nochmal einer Aussage. Du hast ja das Buch gezeigt, Behold the Pale Horse von Bill Cooper. Wir haben viel über Bill Cooper gesprochen und Bill Cooper ist derjenige, der mich am Anfang sehr fasziniert hat, als ich auf der Suche nach der Wahrheit war, so gegen Ende 2010, Beginn 2011. Ich habe sein Buch damals gelesen, ich möchte sagen zu ungefähr 75%. Und ich habe viele, viele, viele seiner Radiosendungen gehört, Hour of the Time, hat. Ja? Das hat nichts damit zu tun, dass ich deswegen mein Ministerium Hour of the Truth nenne. Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass das auch HOT abgekürzt wird. Das fiel mir erst viel später auf. Nein, und er hat viele Radiosendungen gemacht. Ich glaube, eine Serie von 58 Sendungen oder sowas, die er Babylon Mystery Dinge nannte. Ich weiß, ich komme jetzt nicht mehr auf den genauen Titel davon. Und in einer seiner Radiosendungen, und das war noch ziemlich am Anfang, als ich das gehört habe, hat er etwas so Profundes gesagt, also nicht profan, sondern profund, also so wichtig, so etwas Durchschlaggebendes gesagt, dass mich eine ganz andere Sicht auf die Bibel, auf den Glauben und überhaupt auf Religion im Allgemeinen hat, ja, wo ich eine andere Sicht darauf bekommen habe. So muss mein Satz hier vernünftig probieren zu sprechen. Also das hat meine Sicht auf Religion und solche ganzen Sachen komplett verändert. Bill Cooper hat gesagt, und er schreibt sowas auch ähnlich in seinem Buch, aber er hat in der Sendung gesagt, und die Leute, die uns regieren, und wir haben ja gerade in dem Buch gesehen, dass er sagte, oder in dem Video, wo er gesagt über den König, wo er gesagt hat, von der König, der wird da gestellt, und der ist eigentlich nur der Sprecher des Priestertums, das dahinter ist, die sogenannte Schattenregierung. Bill Cooper hat damals gesagt, die Leute, die uns regieren, verfolgen eine bestimmte Religion, die verfolgen eine bestimmte Agenda. Ihre Agenda wird geleitet durch eine Religion, die sie folgen. Wenn wir als normale Menschen die Religion, die unsere Führer folgen, nicht kennen, dann wissen wir nicht, warum sie tun, was sie tun. Nun, wenn wir uns mit der Religion unserer Führer beschäftigen, dann will das nicht sagen, dass wir dieselbe Religion haben müssen, dass wir auch die Dinge glauben müssen, die die glauben. Aber wenn wir nicht wissen, was sie glauben, dann verstehen wir nicht, was sie tun, warum sie es tun. Und das hat mich damals angesetzt zu sagen, von da hat er ja recht. Also muss ich mich doch damit beschäftigen, welche Religion folgen denn unsere Führer? Wer sind denn unsere sogenannten Führer? Und das hat mich schlussendlich zur Bibel geführt. Oder besser gesagt, so hat Gott mich zu ihm geführt. Weil ich habe Gott nicht gefunden, Gott hat mich gefunden. Und Bill Cooper hat mit seiner Aussage einen sehr, sehr wichtigen Beitrag dazu geleistet. Und ich kann nur hoffen, dass einige Leute sich das, was Bill Cooper da gesagt hat, genauso zu Herzen nehmen, wie ich mir das zu Herzen genommen habe, und gesagt habe, von schau, ich muss die Religion nicht folgen. Ich muss die Religion noch nicht mal glauben. Aber ich muss wissen, was die Menschen glauben. Weil das, was sie glauben, bestimmt das, was sie tun. Und das ist ein so unglaublich wichtiger Punkt. Und von dem Augenblick an wurde auf einmal alles deutlich. Und wenn man dann die sogenannten Religionen verfolgt, wenn man dann sieht, in welchen Organisationen
und vor allen Dingen auch Geheimgesellschaften, die Menschen organisiert sind und wo diese Geheimgesellschaften herkommen und wer die organisiert, dann fängt alles an, wirklich Sinn zu machen. Aber dafür muss man sich dahinter klemmen und muss da studieren. Und das ist mehr, als sich eine Stunde vor einen Videoschirm zu setzen und ein Video von Michael oder mir oder sonst was anzuschauen. Da muss man sich wirklich mit beschäftigen. Und dazu möchte ich euch aufrufen. Und wenn ihr erstmal so weit seid und Gott euch auf dieselbe Art und Weise zu sich zieht und sagt, schau, mein Buch, die Bibel, sagt das alles schon auf eine Art und Weise, dass ihr es nur nicht versteht bis jetzt, weil ihr es auch nicht richtig gelesen habt, dann findet ihr schlussendlich zu mir, dann findet ihr schlussendlich zur Bibel, dann findet ihr schlussendlich zu Jesus Christus, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und das wollen wir doch. Leben. Ewig leben. In der neuen Welt. Mit dem neuen Himmel, der uns gegeben wird, wenn dieses alles hier vorbei ist. Wenn die Lügen vorbei sind, wenn die Krankheiten vorbei sind, wenn die Kriege vorbei sind, wenn die ganzen schlechten Dinge dieser Welt einmal vorbei sind, wenn wir das wirkliche Leben kosten können, das Jesus Christus uns gratis gibt, dazu müssen wir eben zu ihm finden oder zu ihm vom Vater gezogen werden. Das wünsche ich einem jeden, dass er durch diese Untersuchung, genau wie ich damals, diesen selben Weg beschreiten kann und so zu Jesus Christus kommt und auch zur Bibel findet und dann auch Zeit findet, die Bibel zu lesen. Deswegen, bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha.